Fährt der SEV fährt aber nur im Bereich der 90er-Linien. Jetzt in den alten 70er-Linien, da fährt er nicht, ne? So, ich bin dann aber auch leider schon wieder weg für heute. Ja. Na, ja, du bist ja auch heute Abend auch nicht dabei. Genau, heute Abend fehle ich mit ziemlicher Sicherheit auch. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin. Moin. Mahlzeit. Moin, Tiet. Moin. Morgen. Eine Frage ist da. Danke. Gerade die Türen geändert. Aber er hat irgendwie nur die erste geändert. Heute. Und jetzt auch die dritte. Mit Innenschwenk jetzt? Ja. Das geht einfach ein bisschen zügiger. Stimmt. Ich fahre eigentlich nur mit Innenschwenk. Ich mag die ja noch nicht so. Na, ich habe jetzt auf eben. In Bremen fahre ich tatsächlich auch mit Außenschwenktüren, weil da, naja, da ist es halt so. Na, ich habe jetzt eben auch nicht dran gedacht, sie zu ändern, aber ich fahre lieber mit Innen. Was ich ganz gerne habe, ist erste Tür Innenschwenk, dritte Tür Innenschwenk und zweite Außenschwenktür. Aber das wird wahrscheinlich auch. Also nicht wahrscheinlich, sondern mit ziemlicher Sicherheit daran, dass sie bei uns halt genauso rumfahren. Ja. Mit dem kleinen Unterschied, dass es halt GÜs sind. Ja, gut. Das kann sein, ja. Aber prinzipiell die Türkonfiguration ist halt so. Zumindest bei den Euro 5ern und den Euro 6ern. Ich glaube, Geschmackssache, ne? Und kommt auf an, wie es bei dir vor Ort selbst ist. Ja, richtig. Ja, so, was ist das jetzt hier? Worauf warten wir genau? Keine Ahnung, ist mir egal, ich fahr vorbei. Ihr könnt da ja so lange warten, bis eure Reifen viereckig sind. Ist mir egal. Das kann dauern. Ja, wenn ich das aber so sehe, dann bekommen die das durchaus hin. Rein mit euch. Guten Morgen. Mahlzeit. Moin. Halleluja. Doch, der SEV gefällt mir. So. Ja, ist ganz schön. Alter, du hast grün. Warum bist du denn jetzt nicht losgefahren? Du hast übrigens nachher nicht wundern, du fährst nachher erstmal hinter der Eggestädter Straße geradeaus und dann am Betriebshof vorbei, erst zum Bahnhof Turner Straße und einmal um Block quasi und kommst dann zum Betriebshof zurück und hältst erst dann. Okay, ist aber ausgeschildert, ne? Ja, müsste eigentlich. Aber nur, dass du dich nicht wunderst. Weil ich war erst ein bisschen irritiert. Irrigiert? Irritiert, der Vogel. Versteht wieder nur, was er will. Natürlich. Als ob das jemals anders war. Auch wieder wahr. Ja, toll. Ja, die geht bei Rot über die Ampel. Der fährt nicht. Warum fährt der nicht? Jetzt, toll, super. Ah, du. Idiot. Ah. Genau. Mein Gott. Da zweifle ich manchmal auch. Aber klar, der eine wollte abbiegen, der hat jetzt gewartet, bis die Alte über die Straße war und alles. Und dann bei einer Grünphase, wo mindestens drei Autos drüber passen, ein Auto und ich nicht. Ja, ist doch immer so. Hm. Oh, jetzt läuft die nächste so langsam über die Ampel. Schneller! Okay, hier haben die das Problem, die sind über die Ampel gegangen und bleiben dann erstmal stehen auf der anderen Straßenseite vor der Ampel. Hoppala, das
Da habe ich irgendwas mitgenommen. Eggestädter Straße. Eggestädter Straße, als ob der Nick gewusst hätte, dass ich da jetzt gleich bin. Ja, so weit ist es bis dahin ja nicht. Das ist richtig, ja. Du bist auch gleich schon an dem Wendepunkt quasi. Mhm. An dem sehr großen Wendepunkt. Weil ab dem Betriebshof Blumenthal fährst du ja nur, eigentlich nur noch zurück. Ja. Oh, da war ein Linksabbiegerpfeil in Gelb, der hatte mich gerade etwas irritiert, weil da ging es gar nicht links. Also wär man da links gefahren, wäre man in einer Hauswand gelandet. Na schön. Ist doch schön da, oder? Ist total toll, klar. Habe ich mir gedacht, dass du das toll findest. Ja, ne? Hui! Doch, aber der SCV macht Spaß. Schubidubidu. Ah. Fährt der SCV fährt aber nur im Bereich der 90er-Linien. Jetzt in den alten 70er-Linien, da fährt er nicht, ne? Ja doch, quasi schon. Also so zwischen hier Klinikum Bremen-Nord, Löhstraße, da bist du ja eigentlich mit den 90ern nicht mehr wirklich lang gekommen. Stimmt. Nee, aber jetzt ist ja vom Zeitfenster her, ist ja jetzt die 90er-Linien. Ja. Wenn ich jetzt vor 2010, da ist doch dann kein SEV. Doch. Doch, auch? Der SEV ist immer da. Also permanent. Ja. Ja, weil die eben da einen Bug haben, durch den sie die Bahn deaktivieren mussten. Und dafür ist jetzt halt ein SEV eingerichtet worden. Okay, ist natürlich auch eine Idee. Das heißt, theoretisch war für Bremen-Nord eine Tramstrecke geplant, oder was? Nee, die Nordwestbahn, die da immer gefahren ist. Ach ja! Bremen-Nord. Die hatte wohl, gibt es wohl einen größeren Fehler, den man bis jetzt noch nicht beheben konnte. Und deshalb hat man jetzt halt einfach da als, ich würde mal sagen, Entschädigung, dass die Bahn nicht mehr fährt, einen Schienenersatzverkehr zum Selberfahren eingerichtet. Hm. Fahre ich jetzt nach der Eggestecher Straße geradeaus oder fahre ich rechts? Geradeaus. Du fährst generell ab der Eggestädter Straße erstmal komplett geradeaus, bis du nicht mehr anders kannst. Und dann musst du links rum. Ah, okay. Weil dann kommst du nämlich Richtung Bahnhof Turnerstraße. Oh ja, kam jetzt auch die Ansage, Bahnhof Turnerstraße. Alter, was bremst der mich runter? Da war ein Haltestellenwürfel falsch rumgedreht. Wo? Direkt hinter der Kreuzung Eggestädter Straße an der Haltestelle. Mhm. Hier sind die Pfeile komplett falsch rum. Warum? Welche Pfeile sind denn falsch rum? Ja, Hilfspfeile und so. Hä? Ich bin geradeaus gefahren. Ja, du musst einfach komplett geradeaus durch. Und dann kommst du an eine Kreuzung, dann kannst du dann links oder rechts. Und da fährst du links rum. Okay. Und dann kommt dir die Gegend vielleicht wieder bekannt vor. Weil da fährst du nämlich auch in die 90er wieder. Okay, hier ist jetzt die Haltestelle. Kranzerstraße. Ach ja, hier fahre ich jetzt links. Ja, hier genau. Ist auch das SEV-Ding. Mayo? Ja. 1-0. Wer? Ja, wer wohl? Aachen? Ja, klar. Ach, Scheißladen, ne? Ja.
muss dazu sagen, Mayo und ich sind gerade fein, nämlich Aachen spielt gegen Bonn. Genau. Oh, hier ist er wieder so eng teilweise. Jetzt fahre ich hier wieder links. Ach, ich halte, fahre links rein zum Bahnhof Turnerstraße, gar nicht geradeaus zum Bahnhof Turnerstraße. Nee, nee, schon links rum. Dann, damit du quasi auch wieder zurückkommst Richtung Betriebshof. Ja. Ja, hier ist nämlich auch eine Haltestelle, Bahnhof Turnerstraße. Die natürlich zugeparkt ist. So, gerade mal ganz kurz abfahren. Ja, ja. Die parken hier einfach die Haltestellenbuchten zu, weißt du? Der extreme Falschparker. Ja, ja. Ermlandstraße. Fahrzeug fährt weiter zur Haltestelle Bahnhof Fegesack. Fahrzeug fährt weiter zur Haltestelle Bahnhof Fegesack. Nice, nice. Ja. Das ist echt cool gemacht, aber was halt ein bisschen blöde ist, aber vielleicht ist das ja in der Realität da echt so, dass halt mal stündlich fährt. Mhm. Ja gut, halt der ist dann die Nordwestbahn angelegt, ne? Ja, wenn du im BBS hast, halt nur einen Kurs und gerade ist der natürlich mega beliebt, ne? Ja, aber es ist halt so. Kann sich halt dreimal hinten anstellen, gefühlt. Wieder so. Hi. Hallo. Ja, aber klar, der ist ja an die Nordwestbahn, an den Fahrplan der Nordwestbahn angelegt. Deswegen einmal stündlich. Ermlandstraße, Bahnhof, Fahrzeug fährt weiter Richtung Bahnhof Wegesack. Da war die Haltestelle am Knick. Ja, angeblich wieder ein Unfall, obwohl ich keinen berührt habe. Ist ja immer so. Ich verstehe das nicht. Mülltonnen! Ja, aber der SCV ist cool. Also. Ermlandstraße, fahre ich jetzt in den Betriebshof hier Ermlandstraße rein oder halte ich geradeaus? Ich fahre jetzt mal hier. Moment, wo fährst du rein? Ermlandstraße. Da kann ich ja theoretisch in den Betriebshof hier reinfahren. Ach so, nee, wäre nicht nötig gewesen. Nee? Nee. Ein paar Meter weiter vorne, da ist, die Haltestelle an der Straße. Hatte ich. Egal, dann lasse ich die Leute. Bin neu. Bin neu hier. Ist erster Tag. Jetzt habe ich hier die Tür aufgemacht und dann sagt er auch nochmal Ermlandstraße, weil er hatte schon weitergeschaltet. Fahrzeug fährt weiter zur Haltestelle Bahnhof Fegesack.
Ach ja, da war die Haltestelle. Betriebshof Blumenthal, da ist auch extra eine Haltestelle hingerichtet. Gut. Wie viel Verspätung habe ich denn? Plus 2, das geht aber, finde ich. Ja, wobei, guck mal auf den Fahrplan. Oh! Jetzt bin ich im roten Bereich, als ich gerade am Betriebshof fertig bin. Vorbeigefahren bin, ja, okay. Ja, weil da hast du nämlich eigentlich ein bisschen Aufenthalt. Eggestädter Straße. Bums. Die Katze nimmt hier wieder alles auf. Man hört. Oh ja, jetzt habe ich minus 3,3. Und die Katze denkt sich nur, ne, 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 ne. Ja, das okay. Gefühl habe ich irgendwie auch. Gut, minus 3,3, dann können wir ein bisschen langsamer fahren. Weil die Zeit abstehen, das wäre jetzt blöd. Warum? Ist doch sehr interessant. 3 Minuten gegen dann. Riesenbergstraße. Klar. Ja, unfassbar spannend. Natürlich. Du kennst dann Hedenstein bei Namen. Ja, fahr mal einfach 30, dann geht das schon. Weil das erlebt man eigentlich so selten bis gar nicht, dass ein SEV zu früh ist. Und wenn er irgendwo zu früh ist, dann kannst du garantieren, ist er an der nächsten Haltestelle wieder zu spät. Weil irgendwas ist ja immer. Du. Doch, aber so ein Rundkurs finde ich cool. Zudem ist halt jetzt auch nochmal wieder ein Anreiz ist, dass man Bremen Nord öfter fährt. Und das ist dann halt wieder so ein Update, wo ich sage, ja, das hat was. Definitiv. So. Ich bin dann aber auch leider schon wieder weg für heute. Ja. Na, ja, du bist ja auch ja heute Bescheid, Abend auch nicht dabei. Genau, heute Abend fehle ich mit ziemlicher Sicherheit auch. Kein Problem. Dann wünsche ich dir einen angenehmen Samstag. Ja, ich euch dir beiden auch. Ja, bis dann, Nick. Bis dann, Nick. Tschüss. Hülü. Pascha. Ja, jetzt lässt er mich mit unserem Englischkünstler Chris alleine. Ja, vielen Dank, thank you very much. Thank you for traveling. Ja, ja. Ja. Verstehe das schon. DB Mayo. No, ja, DB Mayo. Lecker. Oh, eng. Aber geht. Geht? Geht. Geht immer. Klar. Läuft bei mir. Brauche ich aber wahr. Ach, dieser Bus rollt ja. Mann, ich vergesse das immer wieder. Welcher? Der Facelift, da ist diese Bremse aus. An der Haltestelle. Wenn du stehst, wenn du die erste Tür aufmachst. Mhm. Oh, schön langsam. Ja, Überholverbot. Mhm. Den Bahnübergang, aber der schaltet ja jetzt nicht, weil Nordwestbahn fährt ja nicht. Richtig. Muss halt nur gucken, dass wenigen Gleisen, ne? Dass du nicht. Ja, ja. Wobei das geht auf Bremen ganz gut. Okay. Da ist jetzt der Bahnübergang nicht so erhöht.